die Corona-Pandemie. Es ging ja so ungefähr um diese Zeit los. Vor 3 Jahren hatten wir die ersten Fälle in München. Da haben wir das alle noch nicht so dramatisch gesehen. Aber als wir die Bilder gesehen haben, Ende Februar, Anfang März, von massenweise Toten in Norditalien, da wurde klar, jetzt wird's ernst. Die erste Welle haben wir noch gut überstanden. Aber in der zweiten Welle waren wir auch in Deutschland absolut am Limit. Sie können sich erinnern, besonders schlimm war es in Sachsen. Und ich hatte Kontakt zur sächsischen Staatskanzlei. Die waren wirklich so weit, dass sie gesagt haben, wir brauchen Hilfe aus dem Ausland. Und ich hatte auch über den Gesundheitsminister aus Norwegen Kräfte, die bereit waren, in Deutschland zu helfen. Dem Bundesinnenministerium war es dann zu peinlich, einen Hilferuf in andere Länder zu schicken. Und da haben sie die Bundeswehr noch irgendwo aus der letzten Kaserne geholt. Und die Pflegekräfte waren natürlich am Limit. Aber es war schlimm. Und jeder, der sagt, alles, was wir da gemacht haben, war übertrieben, der hat sicherlich nicht die Fakten vor Augen. Aber wir haben diese Pandemie besiegt. Das sage ich ganz offen. Ich habe es auch schon in den Medien erklärt. Corona hat seinen Schrecken verloren und der wichtigste Grund, warum das so ist, ist eine ganz wichtige Gesundheitsinnovation. Wissenschaftler aus ganz Europa, viele davon mit Migrationshintergrund, haben bei der Firma BioNTech einen Impfstoff entwickelt, der Deutschland, Europa und einen großen Teil der Welt aus der Pandemie herausgeführt hat. Das geschah durch Kooperation. Es gab europäische Mittel zur Entwicklung dieses Impfstoffs und auch zur Entwicklung dieser Technologie, lange bevor wir überhaupt wussten, dass eine Pandemie kommt. Es gab Bundesmittel und es gab viel privates Risikokapital. Und ich denke, das ist einer der Schlüssel, wenn man Probleme lösen will. Da müssen alle zusammen. Man kann nicht sagen, der Staat regelt alles oder die Wirtschaft schafft das immer alleine, sondern man braucht Zusammenarbeit. Und es war schon, finde ich, eine Leistung, die man gar nicht genug würdigen kann, dass insbesondere zwei Deutsche mit Migrationshintergrund, Ugo Şahin und Özlem Türeci, dass die im Grunde die Welt aus der Pandemie geführt haben. Wir hatten dann im November 2020 diese sehr guten Ergebnisse der klinischen Prüfung, die gesagt haben, wir haben eine Wirksamkeit von über 90%. Und damals habe ich mich im Europäischen Parlament an zwei Gruppen vor allen Dingen gewandt. An die Rechten, die immer wettern gegen alles Fremde, gegen Migration und alle Menschen, die keine deutschen Wurzeln haben. Ohne diese türkischstämmigen Deutschen, die Teil unserer Gesellschaft sind, hätten wir das nicht geschafft. Und deswegen sollte man die Leistung der Menschen mit Migrationshintergrund auch immer wieder hervorheben. Ich habe mich auch an die Linken gewandt und einige bei den Grünen, die immer erst Halt schreien, wenn es heißt, es gibt eine neue Technologie. Die mRNA-Technologie ist ja neu. Es wurde zum ersten Mal ein Impfstoff auf der Basis zugelassen. Aber es war ihm auch klar, dass diese Technologie überlegen ist. Das sehen wir jetzt nochmal in China. China hat nach wie vor ein Riesenproblem mit Corona. Ich glaube nicht, dass das für uns ein Problem wird. Ich glaube nicht an die Diskussion von Lauterbach und anderen über eine Killermutante. Omikron gibt es seit November 2021 und seitdem hat sich das Virus nicht wesentlich verändert. Und 6,6 Milliarden Menschen leben außerhalb China. Und da hat sich es mehr oder weniger ungehindert verbreitet in den letzten Monaten. Aber unabhängig davon ist es für China ein Problem, weil sie sich geweigert haben, diese in Anführungsstrichen westlichen Impfstoffe in Anspruch zu nehmen. Die Menschen in China sind also deshalb weniger geschützt, weil die Impfstoffe, die man dort verwendet, nicht so wirksam sind. Und was ich besonders schlimm finde, als klar war, es gibt diese Überlastung des Gesundheitswesens jetzt in China, habe ich mich nochmal persönlich an die Europäische Kommission gewandt, an Ursula von der Leyen und die Gesundheitskommissarin und gesagt, wir haben genügend Impfstoff, wir können den abgeben. Die Europäische Kommission und die Mitgliedstaaten haben dies angeboten, aber China lehnt das ab. Das Problem ist, die chinesische Regierung ist einfach zu stolz. Sie müssten ja dann zugeben, dass ihre Impfstoffe minderwertig sind.
und dass der westliche Impfstoff der bessere ist. Und bevor Sie das zugeben, lassen Sie lieber die Menschen sterben. Das ist wieder mal ein Beispiel, was das für ein menschenverachtendes Regime ist. Die mRNA-Technologie bietet riesige Chancen, auch über die Corona-Pandemie hinaus. Ich hatte letztes Jahr im Frühjahr die große Ehre, Ingmar Hoerr kennenzulernen. Das ist der Begründer der mRNA-Technologie, war lange der Chef von CureVac. Die Idee war, wir wollen diese mRNA-Technologie für den Kampf gegen Krebs, für andere Infektionskrankheiten, und auch da machen die Forscherinnen und Forscher Fortschritte. Es gibt mittlerweile klinische Prüfungen im fortgeschrittenen Stadium, also kann relativ schnell was werden gegen Malaria und gegen eine bestimmte Form von Krebs, den leider sehr bekannten schwarzen Hautkrebs. Also Innovationen in der Medizin helfen uns, viele Herausforderungen zu meistern, und Covid ist überstanden. Deswegen haben wir natürlich nach wie vor riesige Herausforderungen in unserem Gesundheitswesen. Und das durfte ich leider auch in den letzten Tagen nochmal persönlich erleben. Für mich war es natürlich eine gute Erfahrung, aber diese Überlastung ist natürlich für die Patientinnen und Patienten und für die Pflegekräfte ein Riesenproblem. Ich habe in der Kinderklinik Paderborn gearbeitet, bevor ich ins Europäische Parlament gewählt wurde. Und vor Weihnachten hat diese Klinik einen Notruf abgesetzt. Sie haben gesagt, jeder, der irgendwie helfen kann, soll jetzt bitte in die Klinik kommen und die Pflegekräfte entlasten, weil sie einfach nicht mehr fertig wurden mit dem Ansturm an erkrankten Kindern. Ich habe dann meinen Kumpel angerufen, mit dem ich damals angefangen habe und der jetzt Oberarzt ist. Und er sagte, ja, Ärzte haben wir genug. Aber die Pflegekräfte, mit denen du damals zusammengearbeitet hast, die freuen dich, wenn du denen hilfst. Und da bin ich also für einige Schichten nach Paderborn und habe dort Hilfspfleger gemacht. Ich weiß nicht, ob ich die wirklich so viel entlastet habe. Sie waren nett zu mir und freundlich, haben gesagt, natürlich hast du uns geholfen, aber ist schon ein paar Jahre her, dass ich da gearbeitet habe. Deswegen konnte ich natürlich nicht alles sofort, musste auch öfters mal nachfragen. Und für mich war es eine gute Erfahrung. 50% der Kinder, die auf der Station lagen, wo ich da eingeteilt war, litten nicht an Corona oder an irgendeinem anderen Virus, sondern am RS-Virus. Und wer kleine Kinder hat, der kennt sicherlich auch Kinder, die jetzt im Umfeld an diesem Virus erkrankt sind, vielleicht einige auch in der Klinik gewesen. Wir hatten eine Riesenwelle, und Kollegen aus der Erwachsenen, aus der Kindermedizin, Ärzte, haben mir gesagt, es war für die Kinderkliniken im Grunde in den letzten Wochen so wie in der Erwachsenenmedizin bei Corona. Wirklich am Limit und ein Riesenproblem. Die Pflegekräfte haben mir gesagt, das war das schlimmste Weihnachten seit Jahrzehnten, was wir erlebt haben. Also Corona ist nicht mehr das Problem. Wir müssen uns jetzt um diese anderen Probleme kümmern. Und das habe ich dann auch sofort als Aufgabe für mich politisch gesehen. Habe mit Experten gesprochen und auch die Pflegekräfte gefragt, was sind die wichtigsten Punkte, was können wir tun. Und siehe da, auch hier gibt es einen Impfstoff auf Basis von mRNA-Technologie, der in der klinischen Prüfung, also wenn dann wirklich im großen Stil geschaut wird, wirkt das in der Praxis, der so gut abgeschnitten hat, dass man diese klinische Prüfung frühzeitig abschließen musste. Das ist ein ethisches Gebot. Wenn ich ein neues Medikament oder irgendetwas neu entwickle in der Medizin, dann muss ich immer testen gegen Placebo. Wenn ich aber merke, das wirkt so gut, dass es eigentlich schlecht ist für die, die es nicht kriegen. Wir wissen eigentlich, dass es wirkt. Dann muss man diese klinische Prüfung abbrechen und dann kriegen auch die, die normalerweise Placebo kriegen, dann diesen Impfstoff, damit sie eben gut geschützt sind. Und das ist in dem Fall passiert. Es kann also sein, dass das jetzt in den nächsten Monaten schon zu einer Zulassung führt und dass wir den nächsten Winter hoffentlich ohne eine solche Überlastung der Kinderkliniken erleben werden. Wie kann das, was Sie hier tun,
konkret helfen. Ich nenne mal vier Beispiele, vier Probleme, die wir haben und wo Sie einen Beitrag leisten können, diese Probleme zu meistern. Das erste Riesenproblem in unserem Gesundheitswesen ist der Fachkräftemangel. Die Situation in der Kinderklinik und die Situation auch während Corona in der Erwachsenenmedizin war nicht nur durch den Virus so schwierig, sondern auch, weil wir vorher schon am Limit waren und weil für solche Herausforderungen einfach kein Puffer da war. Wir brauchen also mehr Fachkräfte im Gesundheitswesen. Die Personaldecke ist dünn und deswegen ist jede Idee, wie man Fachkräfte ausbilden kann, zu unterstützen. Und es ist gut, dass Sie das hier machen. Carsten Meininghaus hat es schon angesprochen. Mein Vater sagte immer, die beste Krankheit taucht nichts. Und es ist eigentlich das Beste, wenn man die Krankheit vermeiden kann und nicht, wenn man sie behandeln muss. Und das spart nicht nur Kosten, das spart auch sehr viel Leid und erhöht die Lebensqualität aller, die von dieser Prävention profitieren. Und da haben wir diesen Schwerpunkt Sportwissenschaften, Fitness und Gesundheit. Das halte ich für extrem wichtig, denn man kann ganz grob sagen, es gibt natürlich tausend Sachen, die man im Bereich der Prävention tun kann. Und wenn man die wichtigsten Punkte hervorheben möchte, vielleicht, das ist ja auch ein pädagogisches Prinzip, man muss alles 7-mal erwähnen, bevor es irgendwann gemerkt wird. Deswegen nicht ins Kleinste, ins Hundertste, ins Tausendste. Zwei Sachen sind entscheidend. Jeder, der raucht, soll aufhören zu rauchen. Was Besseres kann man für seine Gesundheit überhaupt nicht tun. Krebs vermeiden, Herz-Kreislauf-Krankheiten vermeiden. Und Bewegungsmangel ist fast so wichtig als Ursache von Erkrankungen wie das Rauchen. Und dabei ist es fast egal, wie man sich bewegt. Man muss also nicht von heute auf morgen zum Hochleistungssportler werden. Konzepte wie die Menschen, die sich bisher nicht bewegt haben, langsam herangeführt werden, sind auch wichtig. Und das ist wichtig, dass Sie sich um dieses Thema Prävention durch Bewegung, durch Sport hier am Standort Iserlohn kümmern. Der dritte Punkt, europäische Zusammenarbeit. Vieles könnte besser laufen, wenn wir nicht so sehr in nationalen Kästchen denken. Sie wissen, einige wissen das vielleicht, für mich persönlich, aber auch für meine Fraktion, auch für Ursula von der Leyen, ist das Thema Kampf gegen den Krebs eine absolute Priorität. Und wie das so oft ist, beruht das ja auch oft auf persönlichen Schicksalen. Ich habe vor einigen Jahren einen guten Freund im Alter von nur 46 Jahren verloren an Krebs. Bei Ursula von der Leyen und Manfred Weber war es noch viel schlimmer. Die haben ein Geschwisterkind verloren, als sie selber noch nicht erwachsen waren. Und daraus erwächst natürlich die Motivation, möglichst alles zu tun, damit anderen Familien ein solches Schicksal erspart bleibt. Und so stehen wir mit verschiedenen Forschern in Kontakt und fragen immer wieder, was kann man tun? Und besonders beeindruckend sind die Gespräche mit Frau Professor Angelika Eggert. Sie ist die Chefin der Kinderonkologie, also der Kinderkrebsabteilung in der Charité in Berlin. Und sie sagt, ohne Europa können wir den Kindern, die an Krebs leiden, nicht helfen. Wenn ein neues Medikament auf den Markt gebracht werden soll, dann kommt wieder dieses Stichwort klinische Prüfung. Dann brauchen wir, wenn wir das in Deutschland alleine machen würden, 10 Jahre. Und bis dahin gibt es hoffentlich schon noch was Besseres. Warum? Weil Kinder, Gott sei Dank, relativ selten an Krebs erkranken. Das ist eigentlich gut, aber wenn es dann passiert, ist es besonders schlimm für die Familie. Und man braucht, um gute Medizin zu machen, gute Forschung, auch gute Therapie, braucht man bestimmte Stückzahlen. Und deswegen brauchen wir die grenzüberschreitende Zusammenarbeit bei den klinischen Prüfungen. Das ist einer der Schwerpunkte in dem Aktionsplan Krebs, den wir zurzeit mit der Europäischen Kommission abarbeiten. Krebs geht nach vorne leider. Wir erwarten, dass in einigen Jahren mehr Menschen an Krebs sterben als an jeder anderen Erkrankung. Im Moment sterben aber noch mehr Menschen an Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und die haben im Prinzip das Gleiche gesagt. Bestimmte Forschung, bestimmte Verbesserungen der Therapie können wir nur erreichen, wenn Europa zusammenarbeitet. Und
Deswegen, das ist ja hier schon im Namen, University of Europe. Sie haben sich Europa nicht nur in den Namen geschrieben, sondern auch bei dem Thema Gesundheit soll die Kooperation mit Universitäten aus anderen Teilen der Europäischen Union im Vorrang stehen. Und ich hoffe, dass Sie dabei auch erfolgreich sind. Und wir haben eben nochmal wieder gesprochen, wo es hakt und wo man dann vielleicht nochmal ansetzen kann. Der letzte Punkt, Digitalisierung. Sie bietet riesige Chancen. Sie kann uns helfen, Menschen besser zu behandeln. Aber Deutschland ist da echt nicht gut aufgestellt. Und das habe ich so persönlich gemerkt und mir war es so richtig peinlich. Wir haben ja im Frühjahr 2021 das digitale Covid-Zertifikat gemacht. Das wurde milliardenfach eingesetzt, dann nicht nur in der EU, sondern auch hinterher in anderen Ländern. Wir konnten unkompliziert zeigen, geimpft, genesen, getestet. Und es hat uns das Leben erleichtert und wir haben dadurch auch sicher sehr viele Infektionen vermieden. So, und als wir das so besprochen haben im Frühjahr 2021, hatte ich dann eine intensive Videokonferenz mit Vertretern der deutschen Bundesregierung. Und die haben allen Ernstes gesagt, ihr wichtigstes Anliegen ist eine lange Übergangsfrist. Weil vor Ende August wäre das nach den deutschen Regeln nicht möglich, ein solches Zertifikat zu schaffen. Da habe ich mich persönlich gefragt, wie würde ich denn wohl dastehen als deutscher Europaabgeordneter, wenn wir am Ende der Sommerferien, wenn alle wieder zu Hause sind, ein Zertifikat haben, mit dem man im Ausland zeigen kann, dass man geimpft, genesen oder getestet ist. Ich habe gesagt, meine Damen und Herren, das ist mir so peinlich, das werde ich hier nirgendwo vortragen. Sehen Sie zu, dass Sie es hinkriegen. Anderthalb Wochen später kamen Sie ganz verschämt und gesagt, Sie hätten Ihre Vorgänge da nochmal beschleunigt und natürlich würde das jetzt zum Beginn der Sommerferien auch in Deutschland eingeführt. Aber bei anderen Dingen, elektronische Patientendaten und so weiter, da diskutieren wir seit 25 Jahren und kriegen es einfach nicht hin. Und das muss sich dringend ändern. Das muss sich auch ändern, damit neue Therapien entwickelt werden können. Frau Professor Eggert, die Chefin der Kinderkrebsabteilung in der Charité, sagt, wir brauchen die Zusammenarbeit über die Grenzen hinweg. Und wir brauchen dann zumindest einheitliche Regeln für den Datenschutz. Natürlich müssen wir den Datenschutz einhalten, aber da gibt es Dinge, die sind in Deutschland verboten, in Frankreich erforderlich. Es muss gemacht werden in Frankreich, in Deutschland darf es nicht gemacht werden und umgekehrt. Das darf in Frankreich nicht gemacht werden und ist in Deutschland unbedingt notwendig. Also das muss einfacher werden, das muss einheitlicher werden. Wir brauchen einen hohen Datenschutzstandard, aber eben auch so, dass man über die Grenzen hinweg zusammenarbeiten kann. Wir haben auch konkrete Vorschläge, die wir jetzt bearbeiten im Europäischen Parlament. Und aus Deutschland höre ich zu oft, ja, im Prinzip gut, aber kommt uns zu schnell, geht so nicht, müssen wir nochmal drüber nachdenken. Irgendwann muss man den Knoten auch mal durchschlagen. Vier große Herausforderungen, vier Lösungen, die auch hier am Campus mit erarbeitet werden. Fachkräftemangel, Prävention, europäische Zusammenarbeit und Digitalisierung. Alles Gute für die Zukunft und vor allem Gesundheit.